Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. Wir befinden uns wieder auf dem rasenden Falken und müssen jetzt uns darum kümmern, dass wir den Hyperantrieb wieder in Gang bekommen. Du möchtest also alles über die Ratare wissen, hä? Zur Jagd auf Ratare muss gesagt sein, man merkt dabei, welche Crewmitglieder ihren Job wirklich verdient haben. Leider kann man das von fast keinem. Gut. Jagd auf Ratare machen wir noch nicht. Wir müssen erstmal hier durch. Und den Hyperantrieb wieder in Gang bekommen. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Sieht aus wie ein kleines Rätsel. Ah ne, brauche ich ihn hierfür. Oder ist es aber nur rausziehen? Erstmal da was hinpuzzeln. Ich muss mich beeilen. Es läuft aus, bevor wir es zum Hyperantrieb umleiten. Ach so, muss ich. Okay. Okay, ja. Okay. Jetzt läuft es darüber. Dann kommen wieder her. Und jetzt schätze ich es nach ganz rechts. Der Energiepegel sieht gut aus. Gib die Koordinaten in den Navigationscomputer ein. Wie wär's mit einem sonnigen Plätzchen, hä? Und ab zum Navigationscomputer. Wir haben ja übrigens in der letzten Folge noch rausgefunden, dass wir 1 Million Lego-Steine suchen müssen. Okay. Wo müssen wir hin? Zur Starkiller-Basis. Starkiller heißt ja auch der Schüler von Darth Vader. Genau. So. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Ich glaube nicht. Okay. Überspringen. Super. Wie kommen wir da rein? Ihre Schilde rekalibrieren sich in so kurzen Intervallen, dass kein Schiff unter Lichtgeschwindigkeit durchkommt. Wir machen unseren Landeanflug mit Lichtgeschwindigkeit? Gut, Shui, mach dich bereit. Hier schon hoch! Ist es wahr, dir ist kalt? Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. So kommen wir rein. Das wird sich nicht mit einem neuen Anstrich beheben lassen. Wachdruiden! Du hast einen Blaster, oder etwa nicht? So, erstmal die Dinger hier abknallen. Okay, 5 Stück bringen uns wieder Minikits, wie es aussieht. Erstmal ein bisschen Geld sammeln. Weil wir hatten das ja. Genau, 1 Million Steine, das kann zwar noch ein bisschen dauern, aber na, das kriegen wir hin. Ist das hier so ein. Sehr geil. Ach, das hüpft nur, ich dachte, das kann fliegen. Brauche ich das auch nicht benutzen eigentlich. Ich glaube, ich zu Fuß schneller. Also kann man ein bisschen Geld einsammeln. Und ich kann Sachen kaputt machen. Oh. Nice. Da ist schon das erste. Super. Dann geht's weiter. Komm ich da vielleicht hoch? Rasenfalken. Okay, ich wollte gerade sagen, Rasenfalken kaputt machen wäre nicht so arg. Sehr schlau, aber gut. Irgendwas müssen wir hier doch verwenden können. Da unten kommen wir auf jeden Fall da rein. Wir reparieren ihn später, Joe. Finn, kannst du das durchtrennen? Ich lasse mal hier hinten gucken, was zu erkunden gibt. Was bringt mir das jetzt, was ich hier runtergezogen habe? Warte mal, erstmal hier den. Das könnte nützlich sein. Ach so. Weißt du, was du bauen sollst? Daraus puzzeln wir das. Okay, alles klar. Willst du drauf springen oder soll ich? Ich will da oben den Stein. Egal, ich schmilze mal eben die Wand weg. Joey, hast du noch Sprengstoff? Ach, na klar, wenn du Sprengstoff.
Ist eigentlich ganz cool, dass das bei Lego Star Wars gar nicht alle wird. Er läuft auch hier im Tiefschnee. Okay, ganz vorsichtig. Licht nach unten sehen. Perfekt. Easy gemacht. Wir müssen dort hinauf. Erstmal hole ich den weg. In den Baum können wir hier nichts. Wir können das hier runterziehen. Super. Eigentlich spielt man hier voll wenig mit Machtanwendern. Also ja, wir hatten jetzt noch nicht einen. Und wir sind ja schon fast am Ende des Films. Deswegen wundere ich mich gerade ein bisschen. Was Laserschwert haben wir ja mit Finn, das ist ganz cool. Na, erstmal ziehen. Vielleicht wartest du mit dem Gebrüll, bis wir die Lawinenzone verlassen. Kann das nicht normalerweise nur Ray hier so lang hüpfen? Egal, weiter. Ich hoffe, dein Blaster ist geladen. Denk daran, ihr braucht nicht zu warten, bis sie schießen. So, 4 von 5 haben wir sogar schon. Lass mal hier gucken, was es hier alles zu holen gibt. Oh. Schnee. Ja, das war gut. Schneeballschlacht. So, holen wir hier die ganzen Schneetruppen runter. Da ist ein roter Stein. Gucken, wie wir da hinkommen. Und auch viele blaue. So, hier noch. Wir müssen darüber. Na, komm doch durch den Zaun, wenn du dich traust, du Trottel. So, jetzt erstmal ganz in Ruhe, erstmal gucken, was es hier gibt. Hier noch ein paar Steine einsammeln. Was hier, können wir was zusammenbauen? Okay, damit wird irgendwas hergezogen. Ah, super. Sehen wir doch mal, wer der bessere Schütze ist. Naja, können wir später machen. Jetzt will ich noch oben den roten Stein einsammeln. Wenn das überhaupt funktioniert. Aber müsste eigentlich. Bringt der mir nur Geld? Ne, da kann ich. Der zeigt mir hier irgendwas mit. Ach so. Super. So kommen wir ran. Perfekt. Richtig nice. Da haben wir den nächsten roten Stein gedangelt. So, noch einen schönen blauen. Blaue sind auch sehr wenig hier. Super, jetzt können wir weiter. Was bringt eigentlich das, wenn ich den hier hinstelle? Das hatte ich gerade nicht gesehen. Kommt daraus ein Minikit? Das ist aber nur so ein Schneeflug. Irgendwie. Weil ich baue mal hier noch. Was kann ich hier noch bauen? Da kann ich was bauen. Hier vorne kann ich was bauen. Okay, ich kann 3 Sachen bauen. So, was macht das jetzt? Was ist das? Nein, ist auch egal. Vielleicht kann man das später mit irgendwas machen. Erstmal jetzt da oben ran. Super. Das können wir hier rein? Ach, da brauchen wir Finn. Dann kommen wir mit deinem Lichtschwert. Alles im Griff. Zack, zack, zack. Sauber. So, hier können wir was ranbauen. Ja, können wir uns rüberhangeln. Und dann wahrscheinlich von da aus das Tor aufmachen. Super.
Das packt er das auch. Na, ist egal. Und hier der fünfte. Nice, noch ein Minikit gesammelt. Also das Minikit ist ja. Die muss man ja töten, das heißt, das Minikit ist gar nicht zu umgehen. Kommen nur kleinere Leute rein. Aber ich kann das ja aufschließen. So. Hier unten noch ein Teil. Nee, geht auf. Perfekt. So, dann weiter nach oben. Ha, hier kommt ein Tannenbaum raus. Oder? Jawohl, ist ein Tannenbaum. Der bringt bestimmt Geld. Super. Der Varieti ist ja schon verlockt. Am Anfang habe ich ja gesagt. Ah, nee, machen wir nicht, aber. Sieht aus, als hätten sie die Kupplungen zerstört, um uns aufzuhalten. Ja, kam mir halt einer hoch, oder? War der einfach nur am Berg steigen, aber ich bin gerade abgeschossen. Okay, egal, bauen wir erstmal weiter. Was kann man bauen? Da unten und da oben. Okay, das heißt wahrscheinlich erstmal hier unten. Schnell, wir müssen diese Drähte überbrücken, um den Strom umzuleiten. Geht schnell da hoch. Geht auf Zeit, ist eigentlich ganz cool. Okay, wir haben es gerade. Das war knapp. Wir haben es geschafft. Auch cool, dass das Strom als so ein Ding dargestellt ist. So ein Würfel. Oh, Finn muss daran. Gut, dass er einfach noch aussieht wie Finn und trotzdem erst alles hier hacken kann. Das hatten wir lange nicht mehr. Super. Oh, Geld, 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 Geld. Haltet euch bereit. Du solltest ziemlich interessant werden. Das ist ein Fahrstuhl. Kommt mal alle rein, Jungs. Und dann geht's los. Wer ist, wenn du auch reinkommst? Jetzt fehlt uns nur noch eine sehr große Karotte für sein Lichtschwert. Ich kann es einfach hier kaputt hauen. Das juckt ihn nicht. Jawohl. Wie auf der Mondlandung. Okay, mal gucken, ob wir noch mehr hier vor diesen Flanken aufbauen können. Das letzte Signal der Druiden kam von jenseits dieses Kamms. Aussperren! Gut, dann werden sie hier nicht nach uns suchen. Das ist eine Zwille. Verdammt aus wie eine Zwille. Gucken. Ja, ist mit dem Schneeball drauf. Dann erstmal tschüss. Oh, richtig viel Knete. Das ist ein Föhn. Ach, der schmilzt in den Schneemann. Oh, oder so, okay. Und ein Minikit. Nice. Perfekt. Das ist schon das dritte, ne? Boah, nice, Alter. Beste Level gerade. Hier runter? Ja, super. Kann mir mal jemand helfen? Kein Problem. Na komm, lass deine Maske auf. Ich verstehe nicht, warum er die immer wieder abnimmt, Alter. Na egal. So, alles klar. Freunde, hier ist mein Kleinkart. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und dann dran. Ciao.